und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Gamer Chaco. Und wir sind auf der Insel wieder unterwegs, von Birmingham nach Grimsby. Und ja, ist leider dunkel, da sieht man nicht viel. Ja, lasst es euch genießen. Schaut zu, wenn ihr wollt. Und ja, das ist halt eine kleine, also eine Tour von 260 Kilometer etwa. Ja, und ich habe einen ganz normalen Auflieger drauf, also nichts weltbewegendes, sag ich mal, ne? Ja, und genießt die Fahrt auf alle Fälle, und so wie ich, und dann passt es, würde ich sagen. Man sieht halt leider nicht viel, weil es halt dunkel ist, aber ändern kann man es halt auch nicht. Ja, was jetzt? Lässt mich raus. Oh. Du weißt doch nicht, was du willst. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, naja, dann haben wir in Birmingham die Arbeitsagentur gefunden und einen MAN-Händler. Das war ja auch schon mal gut. Aber wir müssen halt. Rechts halten und dann rechts ab. Wir müssen halt, das sag ich schon. Biege nach rechts ab. Wir können uns das jetzt eh nicht leisten. Einen neuen LKW erst einmal. Ne, was heißt nicht? Kennt man schon. Aber ich musste erst mal sehen, das war. Da noch will ich sparen. Ja, das Langsamfahren hier ist auch nicht so. Die 48 oder was die da hier haben, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber Großen und Ganzen kriegen wir das schon hin. Ist halt im Dunkeln sieht man halt nichts, das ist halt so. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Es wird natürlich eine scharfe Kurve geben. Ja, sind wir eigentlich gut drauf gekommen. Ja, ich werde ja, wie ihr jetzt mitkriegt, ein bisschen mich zurückhalten, nichts groß erzähle. Weil man sieht eh nichts und man kann nichts erzählen und so. Immer geradeaus. Und ja, wir
fahren halt ganz normal, genießen die Tour, tun ein bisschen Musik hören im Hintergrund. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Und dass der Spielsound gut zu hören ist, beziehungsweise mein Gesappel relativ gut ist, also mein Gerede. Und ja, genießt es trotzdem die Fahrt, auch wenn es im Dunkeln ist. Muss halt alles gemacht werden. Ihr wisst ja, ich tue nicht vorziehen und alles. Und ja, dann sehen wir mal weiter.
geradeaus. Ja, hallo wieder. Nicht erschrecken, ich bin wieder da. Wollt euch mal ein bisschen die Ruhe genießen lassen. Das muss ja auch mal sein. Im Dunkeln hat man eh nicht viel zu sagen und nicht viel zu sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, wir sind jetzt noch 50 Kilometer noch entfernt von Grimsby. Ja, und dann werden wir die Fracht da wieder abgeben und dann schauen wir mal. Ja, ist halt schade, dass man nicht viel sehen konnte. Oder viel in Außenansicht fahren konnte, weil es halt dunkel ist. Aber ich denke, bei der nächsten Tour geht es dann eh wieder in Helden und von daher passt das bestimmt. Ja, und ich sage mir mal sehen, was ich noch so jetzt hier bekomme. Was ich so an Einnahmen habe, noch die 1-2 Touren. Rechts halten. Und dann bleiben dann Sie könnte ich in meine Garage gehen. Immer dann müsste ich aus. Erst wieder hinfahren. Das ist natürlich auch wieder. Ja. Oder ich werde da schnell von da nach da fliegen, dann passt das auch. Schnellreise machen und dann sich schnell aufbauen und wieder zurückreisen, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Könnte ich aber in Offline-Modus machen und dann ja, wäre das auch eine Idee. Dann haben wir die erste mal ausgebaut, also die erste fertig. Dann könnte man Stück für Stück dann die nächste machen, also ausbauen. Ich habe so überlegt, dass ich so nach und nach eine Garage kaufe bei der Hauptstädte. Sag ich mal, dass die erstmal sind. Und dann weitermacht. Das wäre ja auch eine Idee. Von daher. Würde das ja dann auch passen, ne? Dass man erst die Hauptstädte kauft, jeweils eine. Und dann. Und dann die nächsten in den Land. Naja, irgendwas wird mir da noch einfallen. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Dann werden wir sehen. Nimm diese Ausfahrt. Das war eine schöne Fahrt, sagt sie. Ich habe zwar nichts gesehen, aber okay. Ja, auch nicht. Von daher wird es schon stimmen, was erzählt.
So, da sind wir angekommen. Auch wenn ihr nicht viel gesehen habt, muss halt auch mal eine Fahrt im Dunkeln geben. Jedenfalls bedanke ich mich recht herzlich und ja, mich würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gell? Vielen, vielen Dank und ja, bis dann, euer Gemanchako. Ciao, ciao.